Wo bin ich? Schau dich um. Das musst du herausfinden. Es ist schon kalt hier. Ich würde hier schnell gern wieder raus. Man kann diesen Raum bis minus 50 Grad abkühlen. Aber wozu, frage ich dich? Also, vielleicht kann man es ja als Turbokühlkammer nutzen, um vor der Fachschaftsparty das Bier zu kühlen. Vielleicht werden hier auch Hochleistungswärmedämmstoffe getestet, aber der Schal ist auf jeden Fall durchgefallen. Fällt dir noch was Sinnvolles ein? Ach, wir sind in der Hochspannungshalle. Dann wird hier bestimmt die Funktionstüchtigkeit von Stromübertragungstechnik bei Minusgraden getestet. Ich würde sagen C. Richtig. Die Klimakammer bietet Temperaturen von minus 50 bis plus 80 Grad Celsius, um Bauteile für die Stromversorgung und Extrembedingungen zu testen. Oh, wo bin ich denn hier? Das sieht ja ganz schön nach Wissenschaft aus. Aber warum trage ich diesen Raumfahranzug? Hier werden Halbleiter und Mikrosysteme hergestellt, zum Beispiel Sensoren und optoelektronische Bauteile für die Forschung. Braucht man die Bekleidung? A. Zum Schutz gegen elektromagnetische Chemtrails, B. Zur Vermeidung von Schmutz oder C. Als Robe für promovierte Physiker. Das kann nur B sein. Im Rheinraum der Elektrotechnik in Senftenberg sollte jedes Staubkorn vermieden werden. Deshalb müssen die Wissenschaftler, die hier arbeiten, eingepackt werden. Wo sind wir denn jetzt schon wieder hingesteckt? Irgendwie fremdartig aus. Ist das Kunst? Nein, wir sind immer noch beim Wissenschaftsquiz. Ist das ein A. akustischer Messraum, B. eine Schultütentestanlage oder C. die Gummizelle für überforderte Genies? Das wird wohl A sein. Richtig. Diese Schaumgummielemente verringern die akustische Reflexion an den Wänden und das nennt man schalltoten oder reflexionsarmen Raum. Oh, ist das eng hier. Bin ich im U-Boot? Schon mal ein U-Boot mit Rädern gesehen? Also, das Lenkrad sieht aus wie Rennwagen. Dieses Fahrzeug wurde vom Senftenberger Projektteam Lausitz Dynamics geplant, gebaut und immer wieder verbessert. Seit 15 Jahren arbeiten Studierende daran, die Energieeffizienz ihres Fahrzeugs beim Shell Eco-Marathon zu steigern. Wie weit kommt der Prototyp mit einer Kilowattstunde Energie? 50 Kilometer, 500 oder C 5000 Kilometer? Zum Vergleich, ein normales E-Auto schafft 5 bis 7 Kilometer, ein Auto mit E-Fuels nicht mal einen. Das ist schwierig. Ich schätze B, aber für 500 Kilometer ist es mir da drin zu eng. Isabel und Jakob haben alle Fragen richtig beantwortet. Und wo stecken sie jetzt? Täusche ich mich oder riecht's hier verbrannt? Wurden wir in die Vergangenheit gebeamt? Das sieht schon irgendwie nach Gotik aus. Aber gehört das dann zum Fachgebiet Denkmalpflege oder zur Bautechnikgeschichte? In der Bautechnikgeschichte untersucht man experimentell, wie im Mittelalter Gewölbe konstruiert wurden. Ist es ein Modell des Kartoffelkellers im Schloss Branitz? Oder B, das Planetarium am Campus Senftenberg? Oder C, die Kathedrale... Ja, es ist ein Ausschnitt der Kathedrale von Notre Dame in Paris im Maßstab 1:3. Und jetzt geht's ins Freie. Wo ist kein Platz für Rassismus? Nirgendwo und schon gar nicht auf dem Campus der BTU. Die dazugehörige Bank steht übrigens vor dem Audimax. Und in Senftenberg zwischen Konrad-Zuse-Zentrum und Mensa. Die Regenbogenbank? Die ist auch vom Audimax. Und nicht zu vergessen, in Senftenberg und auf dem Campus Sachsendorf gibt es auch eine. Wo sind die Sonic Chairs? Die stehen im Foyer des IKMZ, also dem Informations-, Kommunikations- und Medienzentrums oder noch einfacher, der Bibliothek. Der Liegestuhlverleih? Auch die Liegestühle gibt's im IKMZ, zum Sitzen draußen auf der Wiese. Für wen sind diese Stühle? Das ist der Senatssaal hier, Tag der Senat, aber mit Sicherheit finden hier auch andere wichtige Besprechungen und Konferenzen statt. Und was könnte das für ein Raum sein? Ist das das Büro der Präsidentin? Richtig! Aber bei den alltäglichen Fragen zum Studium kommt ihr lieber zum Studierendenservice im Erdgeschoss vom Hauptgebäude. Und haben wir jetzt eigentlich was gewonnen? Das Wissen ist der Gewinn. Und jetzt viel Erfolg beim Studium. Da warten anspruchsvolle Aufgaben.